Wir alle schauen in diesen Tagen Olympia. Einer mit ganz besonderen Gefühlen, Bernd Kullmann, war mal selbst bei den Olympischen Spielen dabei. 1960 holte er olympisches Gold nach Idar-Oberstein und machte damit seine Heimatstadt sehr stolz. Bernd Kullmann, hier sitzt eine Sportlegende. Erinnerungen an seinen großen Erfolg. Olympische Spiele 1960 in Rom. Zur 4x100-Meter-Staffel, der Endlauf. Bis jetzt waren die Deutschen und Amerikaner gleichwertig. Jetzt muss es sich zeigen, wer stärker ist. Kullmanns Wechsel zu Harry, ausgezeichnet. Der Amerikaner Sim ist auf den letzten Metern etwas schneller und hat die Brust voll. Aus der Zielfotografie wird klar, dass die Deutschen gegen die Amerikaner verloren haben. Ich habe nur gesagt, die freuen sich ja gar nicht. Die sind sich unsicher. Da war irgendwas. Vielleicht haben die wirklich überlaufen oder irgendwas war da. Aber ebenso steht nun fest, dass die USA die erste Wechselmarke überschritten haben. Dann wurde die Ansage getroffen, Premier Germania. Und dann kam der Urschrei im Stadion von 0 auf 100. Ja, war gigantisch. Das war Gänsehaut pur. Das kann man nicht zweimal erleben, sowas. Das gibt's ja nicht. Zu Hause wird er von tausenden Menschen gefeiert. Und dann ging es durch die Straßen der Stadt zum Sport. Idar-Oberstein bereitete dem Startläufer der deutschen 4x100-Meter-Staffel Bernd Kullmann einen stürmischen Empfang. Das sind immer gemischte Gefühle. Das ist einmal, ist das ein Gefühl wie, das ist zu viel. Das ist zu viel. Wie soll ich damit klarkommen? Und dann wieder ein Riesenstolz, ja, ich habe ja auch was gemacht. Ja, gut. Und dann siehst du ein bekanntes Gesicht und er heult dann. Und dann möchtest du gern mitheulen, weil der so ergriffen ist. Und das sind ja so viele, viele Eindrücke, die kann man nicht mit einem Satz beschreiben. Kann man nicht, geht nicht. Bernd Kullmann wächst in Idar-Oberstein als Sohn eines Edelsteinschleifers auf. Die Beziehung zum Vater schwierig. Er kam mit mir nicht klar, ich kam mit ihm nicht klar, wollen wir mal so sagen. Es war halt so, ich habe es ihm auch nicht einfach gemacht. Geprägt hat er mich dadurch, dass ich ihm was beweisen wollte. Das war seine Prägung. Die hat er vielleicht gar nicht so gewollt, aber für mich war das klar. Im Sport will er der Beste sein und auch im Beruf. Eifert seinem früh verstorbenen Vater Max nach, wird erfolgreicher Edelsteinschleifer oder Schliffer, wie man im Hunsrück sagt. Es sind Erinnerungen, die der 84-Jährige gerade in einem Buch aufschreibt, das mit vielen Geschichten gespickt ist. Zum Beispiel von einem Mittagessen im olympischen Dorf, bei dem ihm sein Freund und Doppel-Olympiasieger Armin Harry einen freundlichen Hinweis gibt. Und dann bin ich mit dem Tablett dahin und habe mir das mal so richtig vollgeladen. Und dann kommt der Armin, kam ein bisschen später in da rein und sieht mich mit dem Tablett. Da sagt er, Kulli, bist verrückt geworden? Sag, was hast du denn? Ey, guck doch mal auf dein Tablett. Ja und? Ey, du kannst doch so viel nicht essen, wir laufen doch morgen, das geht doch nicht. Die Olympischen Spiele in Paris verfolgt er ganz in Ruhe am Fernseher. Sein Fokus gilt natürlich den Sprintern. Unsere Sache, die war gut, aber was heute abläuft über 100 Meter, das ist schon atemberaubend, sage ich mal. Wenn ich den Lauf gestern gesehen habe, oi, oi, oi. Heute sind es die Spaziergänge mit seiner Frau Brunhilde, die ihn in seiner geliebten Heimat Idar-Oberstein fit halten. Der olympische Erfolg war sein Startschuss in ein erfülltes Leben. Seine Memoiren will Bernd Kullmann im Herbst veröffentlichen. Titel: Der schnellste Schliffer der Welt.